Das sind die Themen der heutigen Sendung. Auswirkungen der extremen Temperaturschwankungen auf den Körper. Pressekonferenz über die Sanierung des Bürocenters BSB Redfeld in Kapfenberg. Und das Wetter morgen bewölkt. Mit zunehmendem Lebensalter, aber auch bereits bei jüngeren Menschen, wirken sich die derzeit herrschenden Wetterkapriolen negativ aus. Im Sommer Hitzetemperaturen von oft 40 Grad Celsius, im Winter Tiefstemperaturen oft bis zu minus 20 Grad. Dieses ständige Wechselspiel des Klimas erhöht das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Wir sprachen mit dem Primarius für Kardiologie über dieses Thema. Ja, das ist vollkommen richtig. Wir sehen es natürlich auch im Krankenhaus Hochsteiermark, dass wir gerade jetzt sehr, sehr viel zu tun haben und diese Wetterschwankungen natürlich den menschlichen Organismus auch sehr belasten. Ein großes Problem dabei ist, wenn wieder die nächste Kältewelle zum Beispiel kommt, dann sehen wir schon, dass da zum Beispiel eine Häufung von Herzinfarkten stattfindet, von Schlaganfällen stattfindet, weil einfach der menschliche Organismus für diese Wetterextreme eigentlich nicht gebaut ist. Und wir sehen das sicherlich in Sorge. Ich denke nur auch an den letzten extremen Sommer und jetzt auch wieder diesen völlig eigenartigen Winter, dass wir plötzlich wirklich Frühlingstemperaturen haben. Das belastet nicht nur die Natur, sondern vor allem natürlich auch uns Menschen ganz massiv. Prophylaxe steht an oberster Stelle. Wie verhält man sich, um das Risiko zu minimieren? Immer häufiger kann man Herzinfarktpatienten eine Bypass-Operation ersparen, indem man einen sogenannten Stent implantiert. Ja, also mit den Stents können wir heute sehr viel und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir heute mit dem Stent natürlich sehr vielen Patienten die Bypass-Operation ersparen können. Ja, also wenn das technisch irgendwie machbar ist und in den meisten Fällen ist eine Stent-Setzung möglich, wir machen ja das immer mehr auch über die Handarterie jetzt, dass der Patient auch sofort wieder aufstehen kann. Also von der Seite hat sich die Medizin gewaltig entwickelt und Bypass-Operationen wären eigentlich seltener notwendig. Und Bypässe setzt man dann, wenn eine Stentsetzung, eine Stentimplantation nicht mehr möglich ist, wenn natürlich die Erkrankung schon deutlich und höhergradig fortgeschritten ist. Schacht im Herztod hieß einst die Parole der modernen Medizin und dazu gehört eine laufende Kontrolle des Blutdrucks. Grundsätzlich ist es wichtig für Bluthochdruckpatienten, dass der Blutdruck gut eingestellt ist. Es gibt ja auch neue Studien, was den Blutdruck anbelangt, dass eigentlich ein Zielwert heute von 120 zu 80 angestrebt wird, wenn man einen hohen Blutdruck hat. Also da sind die Werte hinuntergegangen. Früher hat man ja, was man weiß, 160, 170 ohne weiteres toleriert. Heute weiß man, dass eigentlich je besser der Blutdruck eingestellt ist, desto geringer sind die Chancen, Herzinfarkte oder Schlaganfälle zu bekommen. Gibt es ganz große aktuelle Studien dazu jetzt, also eine richtige Blutdruckeinstellung und auf Warnsymptome achten, wenn es dann wieder kälter wird, wenn man hinausgeht und in der Kälte plötzlich einen Druck verspürt, so kann das Hinweis sein auf eine Engstelle in den Herzkranzgefäßen und da sollte man dann Fachärzte oder Kardiologen eben aufsuchen, damit man eben rechtzeitig der Sache vorbeugen kann. Die Herzerkrankungen sind nämlich wirklich tückisch, weil ein Drittel der Herzpatienten spürt von Engstellen an den Herzkranzgefäßen gar nichts. Das Ärzteteam des LKH Hochsteiermark hat sich im Laufe der Jahre einen hohen Stellenwert über die Region hinaus erwirkt. Und dann haben wir ja jetzt in Bruck, sind wir ganz stolz, dass wir das größte ambulante Rehabilitationszentrum Österreich haben für alle Indikationen und dass wir dort die Herzinfarktpatienten dann anschließend ambulant in diesem kardiologischen Rehabzentrum in Bruck versorgen können. Ehemalige Böhler-Werkschule wird umfassend saniert. Die RED Immobilien GmbH übernimmt mit dieser Sanierung Verantwortung für die Umwelt. Wir werden das ganze Haus mit einer Photovoltaikanlage bestücken. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit eine Luftwärmepumpe einbauen. Wir werden die Energie dann mittels Heiz- und Kühldecken abgeben. Das heißt, wir haben auch eine integrierte Klimaanlage im Haus. Wir haben zusätzlich eine kontrollierte Wohnraum. Lüftung und ein eigenes Lichtmanagementsystem und Beleuchtungssystem und alle diese Komponenten zusammen machen es erst möglich, ein energieeffizientes Gebäude herzustellen.
Der Hintergrund zur Sanierung wird punktuell aufgezeigt. Es geht vornehmlich um Glasflächen im Gebäude, schlechte Behaglichkeit und vor allem um die Wärmeverluste über die Fenster. Die in die Jahre gekommene Gebäudehülle wird ebenfalls saniert und das veralterte Heizungssystem ausgetauscht. So ist es. Der Vorteil aber dieses Gebäudes ist, dass es ein Stahlbeton-Skelettbau ist mit einer sehr, sehr flexiblen Nutzung, da ja quasi die Struktur ja nur aus wenigen Stützen, Trägern und Deckensystemen besteht und der Rest sehr freizügig individuell gestaltbar ist. Das heißt, diese Tragstruktur bleibt stehen, der Rest wird komplett entkernt. Sprich, wir reißen die Fassade komplett weg, die Fenster kommen raus, es kommt eine neue thermisch sanierte Fassade, es kommen Passivhausfenster, das ganze Haus wird auf Passivhausstandard bzw. auf Null bzw. sogar Plus Energiehaus getrimmt. Wie wichtig diese erfolgversprechende Sanierung ist, geht schon allein aus dem Interesse des Kapfenberger Bürgermeisters für die Sanierung der ehemaligen Böhlerwerkschule hervor. Der Herr Nussmüller hat ja jetzt in einer sehr ausführlichen Form einmal geschildert, was er vorhat, dass er die Red Immobilien GmbH wird diese alte, ehrwürdige, sage ich mal, Berufsschule völlig umgestalten. Es werden Büroräumlichkeiten, Seminarräumlichkeiten sein. Also die Nutzung ist durchaus eine vielfältige, auf 4 Etagen. 2800 Quadratmeter habe ich jetzt vorher mitbekommen, werden hier dann vermietet werden. In einer Bauzeit von nicht einmal einem Jahr wird das Haus fertiggestellt. Und das ist natürlich von eminenter Bedeutung, weil wir ja die Zukunft dieser Stadt Kapfenberg natürlich mit den Investoren, die auch hier tätig sind, gestalten müssen. Das heißt, wir brauchen solche Räumlichkeiten, weil ich stelle fest, dass oft da Firmen kommen, die sagen, habt ihr Büroräumlichkeiten für uns zur Verfügung? Dann würden wir uns einmieten, Dienstleistungsbetriebe, die ja nicht von sich aus ein Haus hinbauen wollen, sind da in erster Linie Schulungsbetriebe, die hier tätig sein werden. Das heißt, ich freue mich, dass der Herr Nussmüller mit seinem Stab dieses Bürogebäude, er nennt es das modernste Bürogebäude, dann bauen möchte. Eine alte Weisheit besagt, dass die Sanierung von altem Baubestand teurer ist als eine neue Konstruktion. Das wird wahrscheinlich auch jetzt noch Gültigkeit haben. Für den Kommunalpolitiker gelten bekanntlich eigene Prioritäten. Ich glaube, dass dieses Haus durchaus technisch in einem guten Zustand ist, dass man allerdings, wenn man die Fassadenveränderungen anschaut, natürlich hier wesentliche Veränderungen vornimmt, was die Fensterfronten und dergleichen betrifft. Die Wärmetechnik hat sich verändert, das heißt nichts anderes, das muss man sowieso neu reinbauen. In einem neuen Gebäude, genauso wie in diesem älteren Gebäude, wenn er Photovoltaik als Energieform für den Strom verwenden wird, wenn er dann irgendeine andere Energieform noch für die Wärmegewinnung, eine erneuerbare Energieform einbaut, dann ist das für uns auch von besonderer Bedeutung, weil es auch umweltfreundlich sein wird. Ich glaube nicht, dass es teurer ist als ein Neubau. Die Bauzeit für die umfassende Sanierung des Bürocenters BSB Rethfeld wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Heute war es größtenteils bewölkt, aber auch die Sonne kam an einigen Orten zum Vorschein. Die Höchstwerte lagen bei plus 11 Grad. Morgen Donnerstag dominieren die Wolkenfelder. Die Sonne lässt sich zwar ab und zu noch blicken, aber sie wird bis zum späteren Nachmittag von den Wolken verdrängt. Die Höchsttemperaturen am Donnerstag liegen zwischen plus 8 und plus 15 Grad.